Guten Morgen zusammen. Roman Roloff ist mein Name. Herzlich willkommen zum Vortrag über TypeScript Deep Dive. Ich habe letztes Jahr hier auch einen Vortrag gehalten über TypeScript Einführung. Genau, Namen weiß ich nicht mehr. Da war mein Ziel, euch alle aufzuschlauen. Also, dass wirklich jeder rausgeht und am Ende TypeScript anwenden kann. Das ist heute nicht mein Ziel. Wenn ihr heute rausgeht mit ganz vielen Fragezeichen über dem Kopf, ist das völlig in Ordnung. Hauptsache, ihr habt danach Lust, das alles auszuprobieren. Darum geht es nämlich auch heute. Ich will euch eigentlich nur ein bisschen anfixen, was alles mit der Sprache TypeScript geht. Ich gehe mal davon aus, ihr würdet hier nicht sitzen, wenn ihr noch nie was von TypeScript gehört habt. Also ganz grob könnt ihr das einordnen. Die meisten werden das wahrnehmen als ein besseres JavaScript. Und die meisten benutzen es auch nur genau dafür. Das ist auch in Ordnung. Mission accomplished. Es kann aber viel mehr. Und es ist einfach schade, dass die meisten da stehen bleiben und gar nicht, weil sie gar nicht wissen, dass noch so viel mehr geht, sich auch gar nicht mit der Dokumentation beschäftigen. So, das ist mein Ziel, einfach mal ganz tief in die Kiste greifen, was alles mit dieser Sprache geht. Wenn ihr Java kennt, C-Sharp, irgendeine statisch typisierte Sprache, ist das völlig okay. So ein gemeinsamer Hass auf JavaScript hilft auch, aber mehr Voraussetzungen brauchen wir eigentlich gar nicht. Bei Fragen immer direkt die Hand hoch. Nicht wundern, ich wiederhole die dann kurz für den Videostream, damit das jeder hört. Kurz zu mir, ich bin Geschäftsführer bei der WFK GmbH. Wir sitzen in Esslingen bei Stuttgart und hier um die Ecke in Siegburg. Wir machen Individualsoftware im Webumfeld und unter The Code Campus bieten wir Angular- und TypeScript-Schulungen an. Also auch dabei Interesse, immer auf mich zukommen. Okay, ganz kurz, warum TypeScript? Man sagt ja immer, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Und wenn ich JavaScript mit einem Bild beschreiben müsste, braucht man nicht lange überlegen. Kennt jeder, ne? Was ist so das Hauptproblem eigentlich an JavaScript? Ich habe mal eine Eigenschaft rausgepickt, das Duck-Typing. Falls ihr zu Python-Jünger sitzen, keine Sorge, ich relativiere es gleich. Das ist eine Eigenschaft, wenn man bei Wikipedia mal nachschaut. Ich lese es kurz vor. Ein System, bei dem der Typ eines Objektes nicht durch seine Klasse beschrieben wird, sondern durch das Vorhandensein bestimmter Methoden oder Attribute. Das Ganze geht zurück auf den Ententest. Ich glaube, aus der Biologie kommt der. Da gibt es auch dieses Gedicht unten zu. Wenn ich einen Vogel sehe, der wie eine Ente läuft, wie eine Ente schwimmt und wie eine Ente schnattert, dann nenne ich diesen Vogel eine Ente. Und das übertragen auf Objekte, Klassen. Ich sage halt, naja gut, wenn es eine Methode Walk hat, dann reicht mir das. Dann ist mir total egal, was das jetzt für ein Typ ist. Und deswegen nennt die Informatik das eben Duck-Typing. Falls ihr jetzt, wie gesagt, sagt, in Python ist aber auch Duck-Typing und das ist auch eine Supersprache, stimmt. Es ist die Kombination in JavaScript von Duck-Typing und einer anderen Eigenschaft, komme ich gleich zu, warum das ja, ungünstig ist. Jetzt meinte ich ja, das wäre so das perfekte JavaScript-Bild, aber es geht tatsächlich noch besser. Wäre dann so. Falls es jemand nicht kennt, die Documenta, das ist eine Wanderausstellung, verschiedene Künstler interpretieren bestehende Gemälde und Skulpturen neu mit Enten. Und die waren so nett, mir die Nutzungsrechte für die Bilder zu geben, für die Konferenz. Ich denke, die fragen sich immer noch, warum Informatiker sich für Enten interessieren. Aber passt ja ganz gut. Ups, da war ich einmal zu schnell. So, wenn man über Typisierung redet, werden in der Regel zwei Eigenschaften durcheinander geworfen. Die trenne ich mal eben und dann ist auch klar, warum JavaScript so ungünstig ist. Die erste Frage ist, wann, oder die erste Eigenschaft betrifft, wann der Typ geprüft wird. Eine Antwort darauf könnte lauten statisch. Das erkennt man in der Regel daran, dass wenn ich Variablen anlege, ich die deklariere, was sie für einen Typ haben. String in dem Fall. Jetzt schreibe ich hier NewString, ihr könnt aber auch im Methodenaufruf stehen. Und das Entscheidende ist, ich muss diesen Code, diese Zeile nicht ausführen, um zu wissen, dass S ein String ist. Ich sehe es anhand der Deklaration. Deswegen statisch. Ich kann die Datei einfach einlesen, parsen und schon weiß ich, S ist ein String. Im Gegensatz dazu gibt es diese dynamische Typisierung. Die sieht in der Regel so aus. Hier muss ich das wirklich ausführen. Würde es hier ein Methodenaufruf stehen, die einzige Chance für mich zu wissen, S ist ein String, ist, indem ich diese Zeile ausgeführt habe. Falls ihr jetzt sagt, ich kenne aber schon TypeScript, da sieht das doch auch so aus, das ist aber doch angeblich statisch, stimmt auch, das ist jetzt ein bisschen pauschalisiert, sehen wir gleich. Aber im Groben kann man sagen, wenn ich einen Typen hinschreiben muss, ist es statisch, wenn ich ihn gar nicht hinschreiben könnte, Python, Ruby, JavaScript, dann ist es die dynamische Typisierung. Das für sich genommen ist nicht ein Problem. Es gibt diese zweite Eigenschaft, die macht es eventuell zu einem Problem. Und da ist die Frage, wie streng die Typisierung ist. Das erste war wann und das ist jetzt wie streng.
Beispiel für eine schwache Typisierung. Ich habe einen String und in dem Fall konkateniere ich die Zahl 5. Eigentlich würde man sagen, das macht keinen Sinn. Ein String und eine Zahl kann ich nicht addieren. Jetzt, ich würde sagen, alle Programmiersprachen, die wir so kennen, gehen dann halt hin und sagen, naja gut, wenn eine der Operanden bei einem Plus ein String ist, dann mache ich eine String-Konkatenierung und rufe auf alle anderen Operanden ToString auf. Haben wir uns daran gewöhnt. Streng genommen ist es aber irgendwie ein Aufweichen des Typensystems. Warum kann ich nicht ein Datum plus 5 rechnen? Weil es nicht so definiert ist. Es geht nur im Falle von String. In Java wäre das okay. Und Java ist eine statisch typisierte Sprache. Und trotzdem ist sie hier ein bisschen schwächer. Und das ist ein Beispiel für eine starke Typisierung. Ich werde gezwungen, aus der 5 erst einen String zu machen. Und dann kann ich die beiden Dinge konkatenieren. Und das ist ein Beispiel von Python, eine dynamisch typisierte Sprache. Und das zeigt das ganz gut. Wenn ich in einer dynamisch typisierten Welt bin, sollte ich auch möglichst in einer starken typisierten Sprache unterwegs sein. Wohingegen die denkbar schlechteste Kombination hier wäre eine schwache Typisierung und eben eine dynamische, das untere. So, das beste Beispiel, das ist letztlich hier im Browser. Ich habe mal eben unten meine Konsole geöffnet. Ich zoome mal ein bisschen rein. Kann man das so lesen hier? Okay. Also ein schönes Beispiel. Ich glaube, ich tippe das immer, deswegen sieht man schon, genau. Der String a durch 0. Was sollte das Ergebnis sein? Wer glaubt, das ist ein Problem, dass ich einen String dividieren will? Sagen wir die Hälfte. Und wer glaubt, das ist ein Problem, dass ich durch 0 dividiere? Ah, ein Ticken mehr. In dem Fall ist das Problem, das ist eigentlich nicht schwer zu beantworten, weil JavaScript sagt einfach nur, Ergebnis ist not a number. Jede vernünftige Programmiersprache würde eine Exception schmeißen. Entweder Division durch 0 oder die Division auf einen String macht keinen Sinn. Hier haben wir einfach nur den Number. Und das Riesenproblem an dem Fall ist, wir stellen uns mal vor, das passiert in einer Methode und es fliegt keine Exception. Und der Rückgabewert ist jetzt nur den Number. Jetzt macht die nächste Methode damit weiter und rechnet mal 5. Und die nächste Methode rechnet damit weiter und addiert C. Okay, jetzt habe ich in dem Fall not, NANC. Ich habe jetzt keine Chance, im Nachhinein herauszufinden, wo unterwegs in der Fehler passiert ist. Ich meine, das ergebe sich total Banane, aber zeigt das Problem. Das heißt, die dynamische Typisierung, okay, aber dann bitte stark typisiert. So, falls man jetzt das schon der Kopf gut kreist, das ist vor allem eine Frage des, na, die Datei wird eingelesen, kann ich da schon was machen, habe ich einen Compiler? Das hier greift vorab die statische Typisierung. Wohingegen das ist eine Frage der Laufzeitumgebung. Das ist, wie verhält sich der Code zur Laufzeit? Fliegt da eine Exception oder fliegt da keine Exception? TypeScript ist nur ein Compiler. TypeScript hat nichts mit der Laufzeit zu tun. Das heißt, in TypeScript sind wir immer noch hier, weil es letztlich JavaScript wird. Aber der Compiler, TypeScript, ist so streng, dass wir eigentlich es gar nicht mehr hinkriegen, misszuprogrammieren. Heißt aber für euch, alles, was der Compiler durchgelassen hat, ist ab dann in der JavaScript-Welt. So, ganz kurz zu TypeScript, entwickelt von Microsoft. Nicht rausrennen, keine Sorge, Microsoft ist ja mittlerweile cool. Apache-Lizenz liegt auf GitHub. Ich bin seit 20 Jahren Linux-User. Als das rauskam, habe ich gedacht, bestimmt eine blöde Exe-Datei will ich eh nicht nutzen. Und dann aber gesehen, hey, das ist wirklich ganz gut und vor allem alternativlos. Und mittlerweile würde ich nie mehr Webentwicklung ohne TypeScript machen wollen. Also GitHub, Apache-Lizenz, die Entwicklung ist offen. Es ist letztlich eine Node-Anwendung, also in JavaScript letztlich geschrieben, also safe. Es ist halt ein Compiler, der TypeScript-Code nimmt und JavaScript-Code generiert und sowas nennt man dann Transpiler. Ich werde wahrscheinlich immer mal wieder Compiler sagen, letztlich ist es egal, da so zu unterscheiden. Und ganz wichtig sind diese beiden Punkte. Jeder, der Java kennt, weiß auch, in Java gibt es auch schon mal andere Sprachen, Kotlin, Scala, Groovy und die bringen auch immer eine eigene API mit. Weil die sagen, ja, wir haben eine bessere Collections-Klasse, Bibliothek und Runtime ist dann so ein Mittelding. Das alles haben wir in TypeScript nicht. Es ist wirklich dieser reine Transpiler, der JavaScript erzeugt und ab dann ist TypeScript nicht mehr existent.
So, noch so zwei Folien Intro und dann kommen wir zu den coolen Features. Geht nur darum, euch alle abzuholen. Das wäre ein Hello World in TypeScript und die, die JavaScript kennen, würden auch sagen, ja, das ist auch JavaScript-Code. Stimmt auch, ist auch eine Regel in TypeScript. Syntaktisch korrekter JavaScript-Code ist auch immer syntaktisch korrekter TypeScript-Code, was gut ist. So, was die dagegen geändert haben, ist, das ist eigentlich so die 90%, was jeder benutzt, ist, dass ich wie hier einen Parameternamen habe, einen Parameter habe, kann ich schreiben Doppelpunkt und dann den Typen der Variable. Any wäre sowas wie, kann alles Mögliche sein, wie in JavaScript. Und hier würde ich sagen, das ist ein String. Entsprechend kann die Methode auch nur aufgerufen werden mit einem String. So, einfach nur das kurz merken. Man schreibt es nicht davor, sondern mit einem Doppelpunkt dahinter. Gibt auch einen guten Grund, warum das so ist. So eine ganz kleine Auflistung von so typischen Typen. Boolean Number String. Ein Array mache ich, indem ich den Typen schreibe und dann die eckigen Klammern. Ja, nochmal so ein I-Namen. Da soll es jetzt aber gar nicht drum gehen. Einfach nur, dass ihr mal kurz ein bisschen gesehen habt. TypeScript hat eine wichtige Eigenschaft, sogenanntes Typ-Inferencing ist eigentlich auch ein gängiges Feature von Sprachen, die heutzutage kommen. Erste Zeile ist so das Hello World TypeScript, Variable B1 vom Typ Boolean, ich weiß was zu. Und ich lasse das jetzt weg, also ich lasse es wieder wie JavaScript aussehen. Und das Wichtige ist, B2 ist jetzt nicht any oder irgendwas, sondern der Compiler erkennt an der Zuweisung, dass ich ein Boolean zuweise. Entsprechend wird B2 auch als Boolean markiert. Das nennt sich eben Type Inferencing. Sehr praktisches Feature, weil man die Typen eben weniger schreiben muss. Hier mal ein Beispiel für eine Map, Dictionary, je nachdem, wie man es nennen möchte. Ich lege eine Variable an, Person, First Name, Last Name, jeweils mit zwei Werten. Und das wäre ein Interface dazu. Syntaktisch ähnlich wie Java, also wenn es da ganz große Fragezeichen gibt, ruhig Bescheid sagen. Ich würde sagen Interface Person, First Name, Last Name und sage, das sind Strings. Und jetzt kann ich das machen. Ich könnte sagen, Variable Person vom Typ Person und ich weise diese Objektstruktur zu. Und das ist das Erste, wo TypeScript anders ist als andere Sprachen. Ich habe ja nirgendwo gesagt, dass diese Struktur, die auch ganz oben steht, dass das dieses Interface implementieren würde, dass das diese Person irgendwie implementiert. Stattdessen sind die strukturell kompatibel, also das Interface und diese Struktur im ersten Codeblock. Und dann sagt TypeScript, wenn die strukturell kompatibel sind, dann erlaube ich die Zuweisung. Das ist eine ganz wichtige Eigenschaft von TypeScript, die zieht sich durch. Wie das Java und eigentlich alle Sprachen, die man sonst so kennt, macht, sind nominale Typensysteme. Da entscheidet der Name. Haben wir hier nicht, weil das würde voraussetzen, dass die Laufzeit das mitmacht, aber zur Laufzeit haben wir all diese Dinge nicht. Deswegen strukturell. Hier wieder das, also ich hoffe, Maus sieht man, oder? Gut genug, hier so. Dieser Block ist der von der Folie davor. Und dann hätte ich jetzt eine Funktion hello1, wo ich sage, die akzeptiert nur eine Person und ruft dann Person First Name auf. Und hier könnte ich jetzt argumentieren, ich rufe nur First Name auf. Warum soll ich dann sagen, dass ich eine ganze Person bekommen will? Der Last Name interessiert mich ja gar nicht. Deswegen kann ich es auch so machen. Das ist quasi wie eine anonyme Typenbeschreibung. Ich gebe der keinen Namen. Ich sage einfach, okay, das muss eine Struktur sein, die ein First-Name-Attribut hat vom Typ String. Und schon kann ich alles mit dieser Funktion aufrufen, alles dieser Funktion übergeben, die strukturell dazu kompatibel wäre. Mit den Klassen genauso. Die ersten vier Zeilen, ich lege eine Klasse an Person, First-Name, Last-Name. Dann instanziere ich sie, weise Attribute zu. Und auch hier könnte ich genauso sagen, ich habe die Person, also die Klasse Person, sagt die Variable, ist vom Typ Person und weise aber eine Objektstruktur zu, anstatt die Klasse zu instanzieren. Auch das erlaubt der Compiler, weil strukturell kompatibel. Im Falle von Klassen würde ich davon aber abraten, denn hier versteckt sich ein kleiner Bug. Ich sehe die Variable Person vom Typ Person. Der Compiler sagt, es ist okay. Aber die Prüfung Person Instance of Person wäre falsch, weil ich dieses Objekt nicht mit New Person instanziert habe. Und das kann natürlich, wenn man das debuggt, sehr verwirrend sein. Man denkt, wieso, die Variable ist eine Person, trotzdem ist diese Prüfung
schlägt die fehl. Warum? Ja, deswegen sowas nicht unbedingt machen. Das passiert oft, dass man das vom Server bekommt, diese Strukturbeschreibung, man dann aber eine JSON-Struktur deserialisiert und dann landet man in diesen Situationen. Deswegen da so die Regel, wann immer man über Systemgrenzen geht, nur Interfaces zu verwenden. Weil bei einem Interface könnte ich gar keine Instance-Off-Prüfung machen. So, wieder die Ente. Jetzt die etwas interessanteren Features. Ich muss mich jetzt leider hinsetzen, das ist vielleicht ein bisschen irritierend, nur ich muss jetzt viel tippen, also ab jetzt nur noch Live-Coding. Okay, ich springe jetzt. Ja? Achso, die Frage war, warum, es gäbe einen guten Grund, warum der Typ nachgestellt ist. Also das mit Doppelpunkt und dann, weil, wie hier, man kann ihn eben weglassen und dann greift das Inferencing und die Syntax ist so deutlich stabiler. Wenn ich es davor schreiben würde, müsste ich mir dann wieder ein Schlüsselwort einführen. Das ist sicherlich der Hauptgrund und natürlich, konnte TypeScript die JavaScript-Syntax erweitern. Und das war ja auch eine Regel. JavaScript-Code ist immer noch syntaktisch kompatibel. Und das ist so dann einfach besser. Falls das irritiert, Scala, Kotlin und Co., also diverse andere Sprachen machen das genauso. Das ist jetzt nichts, was von TypeScript so alleine kommt. So. Also ich husche jetzt durch die Features und bei Fragen immer die Hand heben. Ich habe eine Klasse, myClass, mit einer Instanzvariable in Zeile 4 und einen Konstruktor, der erwartet ein Parameter und weist den der Instanzvariable zu. Ist ein ganz gängiges Konstrukt, kennt mindestens jeder Java-Programmierer, sind dann immer drei Zeilen oder dreimal oder viermal sogar wiederholt man diesen Namen für letztlich, also sieht man, viermal wiederhole ich den, für letztlich was sehr Banales. Das kann ich abkürzen und zwar dieses Private, kopiere ich mir mal, ich kann die Zeile hier komplett löschen, ich kann das löschen, schreibe Private davor. Und das ist jetzt genau der gleiche Code. Dadurch, dass ich jetzt vor den Parameter einen Modifier geschrieben habe, und Modifier machen die nur Sinn im Klassenkontext, wurde daraus eine Instanzvariable. Fertig. Jeder, der diese Pod so schreibt mit 10, 20 Attributen, weiß das sehr zu schätzen. Denn in der Variante davor, kann sich ja vorstellen, wenn das hier mehr wird, ja, das wird ziemlich schnell sehr wiederholender Code. Da geht's. Ich muss immer kurz einmal in die Folie, um zu schauen, was ich zeigen wollte. Nicht erschrecken, wenn es nach viel Code aussieht, ist letztlich immer alles sehr banal. Ich habe ein Interface, Interface A mit einem Attribut IA vom Typ String, ein Interface B mit IB und dann eine Klasse Both, die eben diese beiden Interfaces implementiert, entsprechend hier was Passendes dazu anlegt. Und noch ein weiteres Attribut hat, nämlich C. Müsste man bis hier problemlos folgen können. Dann instanziere ich diese Klasse Both, die das alles hat. Und ja, ich lasse es mal so, dann sieht man alles. Und jetzt habe ich hier eine Funktion, print IA and IB, der übergebe ich dieses Both und greife auf die beiden Attribute zu. Auch hier eigentlich unnötig. Warum ist der Parameter vom Typ Both? Obwohl ich doch eigentlich sagen möchte, Interface A und Interface B. Das C interessiert mich hier ja gar nicht. Würde man sonst nie drüber nachdenken, weil man sich so dran gewöhnt hat. Aber an sich mache ich damit meine API ja unflexibler. Entsprechend können wir das einfach so ausdrücken, wenn ich jetzt nur sage Interface A, meckert er hier unten. Und wenn ich schreibe Interface B, meckert er hier oben. Logisch. Deswegen kann ich in TypeScript einfach sagen und. Ich verknüpfe einfach beides. Ich sage, der Parameter ist vom Typ Interface A und Interface B und schon geht's. Hilft sehr, die Klassenstruktur, die eigene Klasse, die man so im Projekt schreibt, flacher zu halten. Sonst müsste man, wenn ich eine Einfachvererbung habe, für alles immer so Basisklassen einführen, um genau richtig schneiden zu können. Funktioniert in der Praxis eh selten. Und so wunderbar einfach. Genau. Ich gehe in eine andere Datei. Es gibt ein verwandtes, also das sind die Intersection Types. Es gibt ein verwandtes Feature, die Union Types. Nehmen wir mal eine Funktion.
Also nochmal Fn. Und ich möchte die aufrufen können mit einer Zahl oder mit einem Array von Zahlen. Ich habe jetzt hier geschrieben any, um eben den gemeinsamen Nenner zu finden. Any würde eben heißen alles. So wie in Java, ein Java-Lang-Object, nicht ganz, erkläre ich am Ende nochmal. Das Problem ist, ich mache mal eben if ich lege mal kurz was an. Sage ich, wenn jetzt val vom Typ Number ist, dann sage ich, dann verpacke ich dieses val einfach in einem Array und ansonsten sage ich gleich das. So oder so habe ich jetzt am Ende, gebe ich ein Array zurück. Wenn ich nur einen Wert übergebe, habe ich es verpackt. Wenn ich ein Array reingegeben habe, gebe ich es direkt zurück. Das Problem ist, ich möchte eigentlich nur, dass das mit Zahlen geht. Vielleicht sage ich, am Ende mappe ich nochmal die Einträge und addiere die, multipliziere die mit 100. Würde jetzt ja nicht gehen, würde ich zum Beispiel einen String übergeben. Doof. Was würde man dann machen? Ich müsste dieses fn überladen. In allen Varianten anbieten eine Signatur, die dazu passt. Einmal mit einem String, einmal mit einer Number und einmal mit einem Array. So wie es aber diese Intersection Types gab, kann ich es mit den Union Types auch abkürzen. Ich sage einfach Number oder Number Array. Hier dieses Pipe-Symbol. Das ist eben jetzt das Oder. Entsprechend sage ich, val ist Number oder das Array. Und das meckert er hier unten auch und sagt, ich darf das nicht mit ABC aufrufen. Deswegen lösche ich Zeile 16 kurz. Das Besondere ist jetzt, ich habe hier diesen if-Block, wo ich prüfe, ob val einfach nur eine Number ist. Und jetzt triggere ich hier Code Completion. Und dann sieht man, bietet er mir jetzt Methoden an, die zu einer Number gehören. Zum Beispiel to fixed. Achso, jetzt, was hat er da? Achso, ja, hat einen String rausgemacht. Ein bisschen witzlos, aber gut. Es ist eine Methode aus auf Number. Entscheidend ist, er bietet mir diese Sachen an. Wohingegen hier unten, in dem else-Block, muss es jetzt ja ein Array sein. Und er bietet mir die Array-Methoden an. Das heißt, der Compiler versteht diese if-else-Struktur und weiß dann innerhalb der Blöcke, dass es hier drin muss val vom Typ Number sein und hier drin muss val vom Typ Array sein. In Java würde ich, wenn ich sowas gemacht habe, das ähnelt einer Instance-of-Prüfung, dann nochmal casten. Dass ich dann sagen würde, okay, jetzt habe ich es ja geprüft, dann caste ich das jetzt auf das, was ich geprüft habe. Muss ich hier nicht machen. Ich mache kurz was anderes. Ich mache hier mal raus Strings. So. So, das macht natürlich jetzt keinen Sinn. Selbe Struktur, nur von Number auf String gewechselt. Interessant ist die Frage, was ist, wenn ich jetzt hier Code Completion Trigger würde, also val. Und man sieht, ich kriege Dinge angeboten. Nämlich all das, was String und ein Array gemeinsam haben. Und das ist zum Beispiel eine Length-Methode. Weil ich kann sowohl und Property. Weil ich kann sowohl auf String Length aufrufen, als auch auf ein Array Length aufrufen. Versuche ich dagegen sowas aufzurufen, wird er meckern, dass er sagt er, char add existiert nicht auf diesem Typen. Wohingegen hier drin, macht das. Und das ist ein sehr cleveres Feature, ein sehr schönes. Ja? Die IDE ist IntelliJ, WebStorm letztlich. Und ja, es können alle IDEs, die sagen, die können TypeScript, weil letztlich mittlerweile ist es eh nicht mehr so, dass die IDEs alles können, sondern also die Frage war, welche IDE das ist und ob das
diese Fehlermeldungen alle IDEs so können. Mittlerweile sind die IDEs eh nicht mehr so programmiert, dass die all diese Logik haben, sondern es wird ausgelagert zu den Compilern. Die haben mittlerweile immer so Schnittstellen für die Editoren in IDEs. Das ist quasi ausgelagert, macht doch mehr Sinn. Entsprechend Atom, Visual Studio Code, was man so kennt. Also wenn es ein halbwegs zeitgemäßer Editor ist, ist das alles genauso gut. So, und ich kann nicht nur ein Oder haben, ich kann beliebig viele haben, ich kann die Ifs verschachteln und er kennt das alles. Interessant ist, wenn ich hier so eine Prüfung über eine Methode auslagern würde, auch das könnte ich machen anhand einer speziellen Deklaration, das muss ich mal aus Zeitgründen nur leider überspringen. So. Sowas hat bestimmt jeder schon mal geschrieben. Ich sage, ich habe eine Map vom Typ String auf Number zum Beispiel. Oder vielleicht noch schlimmer, ich sage, ich habe sogar ein Array davon. Und dann habe ich ja manchmal Situationen, wo diese Deklarationen relativ lang wären. Im Grunde ist das ja eine Liste von String auf Number Maps. Entsprechend kann ich all solchen Dingen immer Namen geben. Ich nenne es mal String to Number List gleich. Das ist im Grunde wie ein Alias, den ich jetzt angelegt habe. Und jetzt kann ich den genauso gut hinschreiben. Und diesen Alias kann ich jetzt überall verwenden. Natürlich in einem einfachen Beispiel, das ist so grenzwertig, lohnt sich das nicht. Aber bei komplexeren Typen lohnt es sich. Auch ein Beispiel, das könnte hier zum Beispiel eine Funktion sein, die nicht zurückgibt und einen Parameter hat. Also man sieht, das wird ziemlich schnell, ziemlich unübersichtlich und dann ist es schön, einfach so einen Typ-Alias vergeben zu können. Dokumentiert das Ganze auch deutlich besser. Nullable. Der Erfinder von Null, Namen habe ich vergessen, hat mal gesagt, Nulls einzuführen war der One-Billion-Dollar-Mistake. Ich wette, jeder von euch, der irgendwas mit Produktivsystemen zu tun hat und Logdateien sich anguckt, hat darin schon mal Null-Pointer-Exception gesehen. Und Nulls sind nichts anderes als ein Riesenloch im Typensystem. Im Grunde, ich denke, mein Code ist in Ordnung, aber die Nulls rutschen durch und führen zur Laufzeit zur Fehler. Deswegen ist da auch mittlerweile der Trend bei Programmiersprachen, das zu verbieten, das anzugehen. Ich muss kurz was umschalten. So. Im Grunde ist das Problem. Ich habe gesagt, X ist vom Typ Number, habe aber ein Null zugewiesen. Da geht's los. Ob man das haben will in TypeScript, entscheidet so ein Flag. Ich hätte auch einfach diese Strict Null Checks, das ist das hier, auf False stellen können. Jetzt habe ich es wieder eingeschaltet. Und jetzt meckert der auch Compiler hier. Type Null is not assignable to Type Number. Was passiert hier gerade? Null ist ein sogenannter, normalerweise, ein sogenannter Bottom Type. Das heißt, in meiner Typenhierarchie, egal wo ich unten bin, ich kann immer einen Null einfügen. Ein Null ist quasi für alles ein gültiger Wert. Und durch diesen Strict-Check nehme ich Null davon weg und mache daraus ein Top-Type. Das heißt, wie Object. Das ist jetzt eigentlich nur noch zu sich selber kompatibel. Jetzt habe ich das also verboten. Wie erlaube ich es jetzt wieder? Ja, ganz einfach. Ich nutze den Unit-Type. Ich sage oder Null. Und was ist daran so praktisch? Ich mache wieder einen String. Ich könnte jetzt nicht aufrufen, meckert er, weil er sagt, Object is possibly Null. Hat er recht. Was würde ich dann also tun? Ich prüfe, ob Null ungleich, der Compiler ist gerade so schlau, der erkennt, dass ich mit X nichts anderes mehr mache, als Null zu weisen. Deswegen, ich das einfach ignorieren, was ich tippe, einfach mir glauben. Wenn ich das wieder auskommentiere, dann seht ihr, meckert er. Und wenn ich es wieder reinmache, dann geht die Prüfung. Das heißt, ich mache einfach das, was ich immer programmieren würde, ein If-Check, und hier greift wieder diese Magic. Jetzt weiß er, da drin ist X nicht null und ich kann damit arbeiten. Das ist eigentlich das Schöne, das sind alles Feature, die erweitern den Compiler, machen ihn schlauer, führen aber nicht zwingend neue Sprachkonstrukte ein. Ich muss jetzt nicht über eine neue Syntax If-Null-Prüfungen machen, sondern es ist, ich könnte JavaScript-Code nehmen, der wahrscheinlich schon längst so aussieht, den Compiler geben, und der würde schon loslegen und damit was anfangen können. Ich hätte schon einen Mehrwert, auch wenn dieser JavaScript-Code vielleicht ohne TypeScript im Hinterkopf geschrieben wurde. Also auch die Philosophie von TypeScript, da immer diese Kompatibilität zu bewahren.
Ah, ja, das ist immer schön. Ihr dürft jetzt alle mitraten. Was ist der Typ von Zahl? Einfach mal rufen. Integer, ja genau, es wäre Number. Stimmt. Was ist jetzt der Typ? Ein bisschen lauter. Immer noch Number. Nee, der Typ ist 1. Das ist ein sogenannter Literal Type. Die Idee ist, diese variable Zahl wird nie mehr einen anderen Wert annehmen als 1. Deswegen ist der Typ auch 1. Ja, was ist so die Konsequenz? Ups. Legen wir mal eine zweite an. Ich kann sagen, Num ist gleich, ich mache hier mal eine 1 hin. So. Num ist gleich 1. Macht Sinn. Ja. So könnte ich es machen, wohingegen das geht nicht. Logisch, jede 1 ist eine Number, aber nicht jede Number ist eine 1. Deswegen meckert er hier auch. Warum ist sowas interessant? Na, ich könnte das ja kombinieren. Ich könnte sagen 1 oder 2 zum Beispiel. Das sind gültige Typen. Wie gesagt, die Köpfe dürfen qualmen, ich will ja nur anfixen. Polymorphic. So, auch hier nicht erschrecken, ist erstmal viel Code, ja, gehen wir zusammen durch. Idee ist, es ist ein Taschenrechner, Basic Calculator. Ich instanziere den mit einem Startwert, 0. Mit Current Value frage ich den Current Value ab, habe eine Add-Methode, sage, wie viel will ich addieren, ja, addiere hier den Wert und ich will diesen Calculator, wie man es hier unten sieht, in so einem Fluent API verwenden. Bestimmt schon mal gesehen. Und deswegen geht man immer hin und returnt am Ende this. Entsprechend ist das auch hier der Typ ist Basic Calculator, damit ich das so chainen kann. Method Chaining, Fluent API. Hier das gleiche nochmal mit Multiply. So, also der Inhalt kann man sich denken. Entscheidend ist Basic Calculator, Current Value, Add, Multiply. Und eben, ich gebe immer mich selber zurück, hier mit Return This, damit ich es, wie man es hier sieht, so chainen kann. Bis hier okay, wenn nicht, aber die Hand hoch. Okay, wunderbar. So, das würde so funktionieren. Jetzt reicht mir das aber nicht mehr und ich mache noch einen Scientific Calculator. Der erweitert den Basic Calculator und hat eine Sinusmethode. Der würde jetzt, also return this, ich habe bisher den Rückgabewert nicht geschrieben, im Grunde hätte ich jetzt in dem Fall auch noch das machen können. Lass es kurz wieder weg, wir sehen gleich warum. So, da habe ich jetzt ein Problem, wenn ich das hier mal alles auskommentiere. Ich sage New Scientific Calculator. Dann sagt er mir bei hier, Property Sin does not exist on type Basic Calculator. Ist auch logisch, weil die Multiply-Methode kommt aus dem Basic Calculator hier oben und der gibt ja einen Basic Calculator zurück. Das ist ein gängiges Problem, wann immer man so einen Fluent API entwerfen will. Was muss man dann machen? Die Subklasse, in dem Fall der Scientific Calculator, müsste alle Methoden überschreiben, den Rückgabewert überschreiben, also den Typ konkretisieren und innen drin einfach nur schreiben, return super. Ist natürlich sehr nervig. Das brauche ich in TypeScript nicht. Der Trick ist einfach, dass anstatt hier zu sagen, ich würde einen Basic Calculator zurückgeben, sage ich, der Rückgabewert ist einfach this. Das ist quasi der Typ, womit ich angefangen habe. Und schon sehen wir unten, dass die Fehleinmeldung auch verschwunden ist. Weiter geht's. Ja, liegen gut in der. Ja, Frage? Wenn man das weglässt, dann gibt es ja Type Inference. Du meinst das hier? Also genau, die Frage ist, wenn man das weglässt, was passiert dann im Grunde? Ne? Ich mach's mal kurz. Ja, dann geht's. Type Inferencing greift und deswegen hatte ich auch vorhin noch so gesagt, ich lasse es hier bei Sinn mal weg, weil eigentlich wird man es so immer machen. Das this ist relativ zu dem aktuellen Kontext, was aufgerufen wurde. Also die letztlich das Objekt, mit dem du angefangen hast. Und ja, this ist immer die letztlich die Klasse, an der es aufgerufen wurde und nicht, wo die Methode deklariert wurde.
Deswegen ist das this von multiply in dem hier, das this von multiply wäre in dem Fall jetzt ein scientific calculator, weil daher kommt es diese Methode. War das eine Frage? Genau. Ah, Verzeihung, okay. Wo war ich? This Parameter. Wer benutzt jQuery? Wer kennt das? Okay, fast alle Hände oben, zu erwarten. Hier über die Zeile 1 nicht wundern, ich habe jetzt hier kein jQuery installiert, damit gaukele ich es gerade im Compiler vor. Einfach ignorieren. Er meckert auch schon, weil der Compiler, der jetzt also eingeschaltet ist, ich mache es mal wieder weg. So. Das ist jetzt ein bisschen gekünstelt, das Beispiel, also im Code, weil ich jetzt nicht mit HTML und Co. anfangen möchte. Typisches Konstrukt in jQuery, ich sage, okay, ich habe hier irgendein HTML-Element und wenn darauf ein Event passiert, dann rufe diese Methode auf, diese Funktion. So, das könnten Klickhändler sein, Maus-Move-Händler, spielt keine Rolle. Entscheidend ist, was jQuery macht, ist, die Funktion, die dann hier aufgerufen wird, die bekommt als this-Parameter reingereicht das HTML-Element, auf dem das Event geflogen ist. Ist auch ganz praktisch. Vielleicht will ich wissen, ich habe ein Input-Element, registriere mich auf das Change-Event und dann würde ich so direkt sagen können, mit this.value würde ich, könnte ich abfragen, was steht denn im Input-Element. Macht halt jQuery so. So das ist, und das, da unterscheidet sich ein this auch in JavaScript von Java zum Beispiel. Das, this ist mehr wie ein impliziter Parameter, den der Aufrufer noch mit reingeben kann. Im Falle von Klassen verhält es sich dann so, wie man es erwarten würde. Sieht zumindest immer so aus. Man kann es aber auch bei einer Funktion wie hier nutzen. Hat erstmal nichts mit TypeScript zu tun. So ist JavaScript einfach definiert. Das Doofe daran ist jetzt, ein anderer, der diese Funktion vielleicht aufrufen möchte, das würde jetzt nicht gehen, weil ich kein this reinreiche. Ich sehe es auch nicht als Aufrufer. Woher soll ich wissen, dass innen drin das this verwendet wird und vor allem, dass es ein, ich mache mal lieber so, macht ein bisschen mehr Sinn, woher soll ich wissen, dass es ein value haben muss? Da hilft mir TypeScript und zwar kann ich hier einen Parameter einführen, den nenne ich this. Und ganz wichtig, wenn er so heißt, ist das kein richtiger Parameter, sondern ist das eben dieser implizite Parameter. Und hier könnte ich jetzt sagen, naja, die Struktur ist, es muss ein Value-Attribut haben vom Typ String. Und jetzt kriege ich hier unten ermeckert und er sagt, this context of type, heute ist egal, is not assignable. Und das Entscheidende ist, ich muss jetzt das so aufrufen und muss ihm hier etwas geben, eine Struktur, die ein String hat. Und dann würde es gehen. Das ist speziell für die JavaScript-Frameworks gedacht, die eben so arbeiten. Ja, schöne Frage. Die Frage war, ob das auch im Klassenkontext geht. Genau, also die Frage war, ob das im Klassenkontext geht und ob man, also es gibt so eine Bind-Methode, ich zeige das kurz im Live-Code, um die Frage für jeden klar zu machen. Ich habe eine Klasse hier mit einem Feld, einer Methode und gebe einfach in my method, gebe ich das Feld aus. Und hier versteckt sich jetzt ein gängiger Bug bei JavaScript. Ich instanziere die Klasse und hier wichtig ist, ich rufe die Funktion, die Methode nicht auf, sondern ich hole mir lediglich eine Referenz darauf. Ein Aufruf wäre ja so, das mache ich nicht. Ich referenziere sie lediglich, habe sie dann hier und rufe sie dann auf. Das Problem ist, das wäre zur Laufzeit ein Fehler. Denn wenn ich eine Methode so aufrufe, dann ist das this nicht mehr da. Wohingegen, wenn ich das so aufrufe, dann geht JavaScript einfach hin und ruft diese Funktion auf und übergibt als this das Objekt hier vor. Das ist einfach so definiert. Da unterscheidet sich JavaScript und das this deutlich von anderen Sprachen. So, in der Regel fällt einem das aber nicht auf, wenn man es immer so macht. Wenn ich es aber so mache, fliegt es um die Ohren. Dann wäre this undefined.
Das war auch die Frage, oder? Also erstmal das Problem betreffend. So, um das Problem zu lösen, habe ich zwei Möglichkeiten. Ich könnte sagen, ich rufe das eben mit apply auf und übergebe jetzt hier das this-Argument. Das würde gehen, nur dann habe ich nichts gewonnen. Ich will die Funktion, die Methode einfach so aufrufen. Und deswegen gibt es noch eine auf Methoden eine bind-Methode. Damit binde ich das this. So vielleicht auch schon mal gesehen. Dann habe ich ab jetzt zumindest hier eine Referenz, die ich aufrufen kann und das funktioniert. So, ich mache das wieder weg. Im Grunde steht TypeScript hier und macht es ein bisschen besser. Leider noch nicht perfekt. Ich würde aber davon ausgehen, dass sich das noch verbessert. Und zwar könnte ich jetzt hier auch diesen myMethod um den this-Parameter erweitern und sage, naja, ich brauche ein this vom Typ myClass, weil ich dann darauf zugreife. Und wir sehen, auch hier unten meckert er jetzt. Das heißt, der Fehler wurde abgefangen. Warum meinte ich, ich hoffe, TypeScript verbessert sich dann noch? Ich finde es unnötig, es hinschreiben zu müssen. Ich fände es schön, wenn es der Default wäre. Vielleicht gibt es einen Grund, warum es nicht der Default ist, vielleicht sehe ich das nicht. Grundsätzlich hat man die Möglichkeit. Frage? Ja, die Frage war, ob auch hier strukturelle Deklaration erlaubt ist. Ja, ich könnte auch hier sagen, ich brauche ein Field vom Typ String. Würde auch gehen. Ja, das geht auch. Also die Frage war, ob auch hier auch this reinschreiben könnte, das würde auch gehen. Er ist irritiert, das ist halt auch ein Typ und hier ist es halt einfach der Name des Parameters. Ich meinte, die Köpfe dürfen durchaus qualmen am Ende. Deine Frage beantwortet damit? Im Konstruktor? Ja, this.myMethod ist create oder not gleich this.myMethod.bind. Ja, ob ich so dann vermutlich, ne? Spare ich mir hinter den Parametern. Ja, ob ich das jetzt schöner finde, ist auf jeden Fall auch eine Lösung. Sagen wir unentschieden. Stimmt, stimmt. Jetzt haben wir keinen. Ja, danke, habe ich übersehen. Also ich wäre nicht überrascht, wie gesagt, wenn irgendwann ein Changelog auftaucht, dass sowas der Default wäre. Also implizit. So, Index-Types, ja genau. Auch ein schönes Feature. Habe eine Klasse, drei Felder, A, B, C. Und so eine Funktion bestimmt schon mal im JavaScript-Kontext gesehen. Pick. Idee ist, ich übergebe zwei Parameter. Der erste ist ein Objekt und der zweite ist ein String, ein Name des Feldes. Und diese Pick-Methode soll mir jetzt den Wert von dem Feld zurückgeben. Das könnte man dann so machen. Ich instanziere hier die Klasse und sage, ich will Field D, was es ja nicht gibt, picken und das dann loggen. So, in JavaScript nicht unüblich, dass man sowas hat. Problem, man sieht ja, dieses graue Field Name, man sieht auch, der Cursor springt drüber, da nicht irritiert sein, das ist von der IDE, weil der Parameter so heißt. Einfach nur anders dargestellt. So, also Problem, es gibt kein Field D. Ich kriege aber logischerweise keine Fehlermeldung. Hilft mir TypeScript? Als erstes sage ich mal, dieses Object ist nicht any, sondern ich führe dazu einen generischen Parameter ein, t. Noch habe ich nichts gewonnen. Entscheidend ist, anstatt hier zu sagen, das wäre ein String, sage ich, das ist ein Schlüssel von t. Und schon meckert er hier unten und sagt mir, field d is not assignable to a oder b oder c. Hier sehen wir wieder dieser Union-Type. Auch sehr praktisches Feature. Das sind die Index-Types. Map-Types. Interface, Person, zwei Werte, hatten wie vorhin. Und jetzt möchte ich mal Folgendes machen. Ich lege eine Variable an vom Typ Person und vielleicht habe ich noch gar keine Werte für First Name und Last Name. Vielleicht möchte ich das jetzt zeilenweise zuweisen oder vielleicht übergebe ich das im Web im HTML-Formular, wo es dann befüllt wird. Entscheidend ist, ich fange erstmal mit einem nicht ausgefüllten Objekt an. Der Compiler meckert, weil er sagt, das, was ich hier rechts habe, ist nicht strukturell kompatibel. Es fehlt ein First Name, es fehlt ein Last Name. Was könnte ich machen?
Das wäre jetzt nicht so schön. Ich könnte das mal doppelt machen und nenne es mal ein Partial Person und sage jetzt, alle Parameter sind optional. Das ist fast das Gleiche wie zu sagen oder undefined. Aber lassen wir es erstmal so. So, dann kann ich hier zumindest, großes P, könnte ich das jetzt zumindest machen. Ich habe jetzt einfach nichts hiervon erfüllt, ist aber okay. Aber wenn ich dann was zuweisen möchte, bekomme ich mein Code Completion und ich könnte jetzt auch nichts Falsches zuweisen. Also da helfen mir diese Optionalen. Das Problem ist, ich will das ja nicht für alle meine Interfaces hier was duplizieren. Wird nicht skalieren. Brauche ich auch nicht. Ich scroll mal kurz runter. Habe das hier mal vorgetippt. Und zwar, das ist diese Version Type-Alias, nenne ich Partial Person. Achso, den hatte ich genauso genannt. Ihr seht, es geht. Warum? Ja, gucken wir uns nochmal die Implementierung an. Das sind die sogenannten Map-Types. Das ist wie ein ziemlich Meta. Und zwar sage ich, für jedes K, das heißt für jedes Property in den Werten von Person, also von den Attributen von Person, dupliziere das und mache das optional. Das ist dieses Fragezeichen, was ich vorhin noch getippt habe. Und der Typ davon ist in Person das K nachgeschlagen. Kopf darf qualmen, es reicht, dass ihr seht, dass sowas geht. Und schon habe ich Meta generisch aus meiner Person einen neuen Typ angelegt, wo jedes Attribut optional ist. Ich musste nicht die Attribute wiederholen. Noch interessanter ist, ich kann das nochmal generalisieren. Ich könnte sagen, es ist ein Partial Object für Ts und mache überall ein T statt Person. Und schon kann ich für all meine Typen partielle Objekte anlegen. Und das Schöne ist, ihr braucht das auch nicht tippen. Es gibt es nämlich schon in TypeScript. Das heißt halt nur Partial. Decorators. Wer nutzt Python? Frage, ja? Wenn ich das dann vollständig ausgefüllt habe, ist das dann ein struktureller Dingsprüfung auf eine Person? Frage war, wenn ich dann alles ausgefüllt habe, ob das dann auch eine Person ist. Problem ist, dass all diese Typen zur Laufzeit nicht existieren. Da gibt es ein paar Tricks, wie man sich das basteln kann, auch typensicher, dass man Unterstützung bekommt. Aber natürlich bist du zur Laufzeit dafür verantwortlich, es dann richtig zu machen. Der Compiler kann ja nicht für dich prüfen, dass es dann zur Laufzeit ausgefüllt ist. Das heißt, es gibt immer so den Übergang, wo du sagen musst, so, vertrau mir, ab jetzt ist es korrekt. Aber es gibt da Mittel, das könnte ich nachher nochmal sonst dir in Ruhe zeigen, das wird dir so in den Rahmen springen. So, wer nutzt Python? Oh, nicht so viel, ein Viertel. Weil das ist das fast das gleiche Feature. Es gibt sogenannte Decorators. Ich habe hier eine Klasse mit der Methode create sorted array. Inhalt ist total egal. Ich habe die einfach mal ganz doof programmiert mit dem Ziel, dass die ein paar Sekunden braucht. Ein paar Millisekunden. Ich muss mal kurz hier meine Fehler beseitigen. Genau. Wenn ich jetzt auf diese Konsole wechsle, sehen wir immer meine Ausgabe von dem, was ich programmiere. Und zwar in dieser Datei. Oh, komisch. Was mache ich? Ich logge Start, dann logge ich Ende und dazwischen sortiere ich ein Array. Und man sieht, das dauert auch zwischen Start und Ende dauert das ein paar Millisekunden. Und jetzt ist so die Idee, ich möchte mal konkret ausgeben, wie lange denn der Funktionsaufruf dauert. Habe ich mir schon geschrieben, ich zeige gleich die Implementierung. Ich annotiere die Methode mit add und dann den Decorator logDuration. Und was jetzt passiert ist, dass ich jetzt die Duration ausgegeben bekomme, auch den Namen der Methode und auch wie viele Millisekunden das gegangen ist. Hier unten sehen wir die Implementierung, da gehe ich auch nicht komplett drauf ein. Entscheidend ist, dieses logDuration ist einfach nur eine Funktion, die wiederum eine Funktion zurückgibt. Und dann habe ich hier drei Parameter, mit denen kann ich alles machen, was ich brauche. Ich kann abfragen, wie heißt die Methode. Ich kann die Methode austauschen. Das passiert nämlich hier, dass ich die quasi rappe.
um die Log-Statements einzuweben. Und die Implementierung spielt ja keine Rolle. Entscheidend ist, dass ich diesen Mechanismus der Decorators habe, wo ich zur Laufzeit das Verhalten meiner Methoden modifizieren kann. Conditional Types. So, wenn die Köpfe jetzt noch nicht qualmen, dann tun sie es definitiv hier nach. Hab eine Klasse mit zwei Feldern und einer Methode. Methodisch Inhalt spielt keine Rolle. Einfach merken, zwei Felder, eine Methode. Jetzt habe ich mir eine Funktion geschrieben, extract data. Die Idee ist, ich übergebe der ein Objekt und die gibt mir ein neues Objekt zurück, wo nur die Felder drin sind, aber nicht die Methode. Deswegen extract data. So, das ist das minimalistischste Beispiel für dieses Feature. So, der Inhalt hier ist auch egal. Entscheidend ist, ich lege hier was Neues an, iteriere über die Properties und man sieht das hier so ein bisschen. Wenn es keine Function ist, dann übernehme ich nicht den Wert. Und so habe ich am Ende eine neue Struktur nur mit den Werten, ohne diese Methode. Das Problem ist, ich rufe es hier mal auf, instanziere das, gebe mein Feld aus und kann immer noch Print aufrufen. Die Frage ist, was soll Extract Data vom Typ zurückgeben? Wie will ich das typisieren? Ähnlich wie mit den Partial, ich möchte jetzt ja nicht für alles wieder einen neuen Typen schreiben. Das heißt, ich möchte eigentlich sagen können, naja, nimm diesen Typen, aber schmeiß die Funktion raus auf eine Meta-Ebene. Derzeit ist es im Grunde so, ich sage, ich kriege einen T und ich gebe nicht wirklich einen T zurück, ich gebe ja nur die Properties zurück. Das kann ich mit den sogenannten Map-Types machen. Das ähnelt den Conditional Types. Das ähnelt den Map Types. Ich schreibe erstmal kurz hin. Dann sage ich, das ist jetzt ein Data von T. Und entscheidend ist, das habe ich hier unten eine Fehlermeldung bekommen, dass er sagt, Print kann ich nicht mehr aufrufen, aber das hier ist völlig okay, Field A. Also genau das, wo ich hin wollte. Also die ganze Magie findet scheinbar hier statt. Was passiert da? Ich sage wieder, okay, für jeden Key in T, also für jeden Property, wiederhole das und hier sieht man, das ist ein Conditional Type. Und zwar sage ich, wenn der Typ, über den du gerade gehst, eine Funktion ist, habe ich hier oben nochmal hingeschrieben, dann ist der neue Typ Never. Und das heißt im Grunde, der wird nie existieren, damit kannst du nichts machen. Und ansonsten ist es der Typ wie gehabt. Das heißt, mit diesen drei Zeilen kann ich generisch aus einer Klasse einen neuen Typen machen, der nur noch die Felder hat. Also sehr meta. Frage? Hat der wirklich nur noch die Felder oder hat der dann neue Member vom Typ Never? Die Frage war, ob der nur noch wirklich die Felder hat oder neue Member vom Typ Never. Sehr gute Frage. Es ist das Letztere. Sehen wir hier, bei Print steht rechts der Typ Never. Heißt aber, never ist wirklich, damit kannst du nichts machen, entsprechen die auch die Fehlermeldung. Könnte man unterscheiden, ob das auch eine Tooling-Frage ist. Die IDE könnte das auch noch mal ein bisschen ausgegrauter darstellen. Grundsätzlich von der Prüfung her ist es korrekt, zu sagen, der Typ ist nicht mehr da. So, das war's mit Live-Coding. Noch zwei Screenshots. Es gibt seit 3.0 vor Monat, 6 Wochen rausgekommen, neuen Unknown-Type. Wir hatten ja schon öfters geschrieben, any. Ich mache das nochmal, dass ich sage, ich habe eine Variable vom Typ any. Und das Problem ist, ich kann mit any wirklich alles machen. Any heißt any. Any ist auch wieder so ein Bottom-Type. Das ist eigentlich nur zur Interoperabilität mit JavaScript notwendig, weil in JavaScript habe ich keinen Typ, deswegen ist any. Es ist eben nicht, wie man das in Java kennen würde, sowas wie Java lang Object, das wäre ein Top-Type. Und seit 3.0 gibt es jetzt eben diesen neuen Top-Type Unknown. Das dürfte eigentlich nicht machen, habe ich meinen Compiler, er meckert auch, aber irgendwie, man sieht es nicht so gut. Irgendwie hängt die gerade hier oben rechts, sehe ich, dass er einen Fehler hat. Er zeigt nur hier nach links noch nicht an. Das ist jetzt wie Java lang Object. Ich kann unknown, Ich kann unknown beliebig Dinge zuweisen, ich kann unknown aber nirgendwo übergeben.
wo auch ein Unknown erwartet wird. Halt wie Java Lang Object. Sprich, das ist okay. Ich kann aber nicht sagen, sowas. Ich kann Unknown nicht etwas zuweisen. Wohingegen, wenn das ein Any wäre, dann würde es gehen. So. Ja, da gehe ich auch noch mal kurz durch. 4 Minuten haben wir noch. Kann man das gut genug lesen? Ja, keiner meckert. Okay. Uns interessiert nicht die erste Zeile erstmal. Die ist ein bisschen zu kompliziert. Entscheidend ist, ich habe eine Funktion f3 mit 3 Parametern. X vom Number, Y String, Z Boolean. So. Und jetzt nehmen wir mal an, es gibt eine Bind-Methode, wo ich diese Funktion, in dem Fall f3, die Parameter, manche davon reinreichen kann und ich kriege eine neue Funktion zurück, wo die restlichen nur noch übergeben werden. Sprich, f3 reiche ich hier rein, ich übergebe die 42, das ist diese 42, also dieses x. Und der Rückgabewert ist jetzt eine Funktion, wo ich noch das y und noch das z ausfüllen muss. So, das geht jetzt hier noch weiter in den Beispielen, f3, f2, f1, wird immer weiter runtergebrochen. Sowas geht auch in jeder Programmiersprache. Problem ist, damit das geht, muss diese Bind-Methode für alle Varianten überschrieben werden. Für alle Varianten heißt beliebig viele Parameter. In der Regel hören die dann so bei 22 auf, 0 bis 22 Parameter, weil die sagen, ja, mehr Parameter wird eine Funktion nicht haben. In Scala sieht man das ganz oft. Und seit 3.0 gibt es eben dieses Feature, das versteckt sich hier oben, da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Entscheidend ist, dass ich diese Bind-Methode nicht überschreiben muss für alle Varianten, sondern dass das der Compiler generisch versteht. So, da ist wieder die Ente. Kennt jemand das Original? Caspar David Friedrich, ne? Genau. So, 3.1 soll diesen Monat rauskommen, mal schauen. Das sind zwei Sachen. Auch das ist sehr advanced. Ich zeige einfach, was der Compiler ermöglicht und wie das geht, gehe ich nicht drauf ein. Wir schauen uns nur diese Funktion an, f1. Ich habe 4 Parameter. A vom Typ Number, B ist ein Promise von Number, C ist ein String Array und D ist ein Promise von String Array. Und entscheidend, diese Magie betrifft jetzt diesen Aufruf All. Da wird All jetzt in verschiedenen Varianten aufgerufen. Und die Magie ist jetzt der Rückgabewert. Wenn ich der All-Methode ein Number gebe, ist der Rückgabewert ein Promise von Number. Gebe ich A und B rein, B war ja auch ein Promise, dann ist der Rückgabewert ein Promise von Number, Number. Das heißt, dieses zweite Promise wird für mich jetzt ausgepackt, weil ja der ganze Rückgabewert schon ein Promise ist. Und in diesen beiden Fällen zieht sie das einfach durch. Das ist eine sehr mächtige API, gerade so in der asynchronen Welt, wo man viel mit Promises zu tun hat, ist das praktisch. Für die TypeScript ein bisschen kennen, die Neuerung ist hier, dass die in Zeile 1, das ist ein Conditional Type, dass wenn ich den über ein Array mache, hat der früher das ganze Array betroffen und jetzt bezieht er sich auf die einzelnen Elemente des Arrays. Das ist die neue Magie. Und das letzte neue Feature, und das ist jetzt leichte Kost, wenn wir etwas instanzieren mit generischen Typenparametern, hätte man früher geschrieben Number, String oder weggelassen, wenn es inferred werden kann. Und ich kann jetzt den Typen, wenn der T und U heißt, direkt sagen, okay, das T ist jetzt vom Typ Number, das U ist vom Typ String. Ist insofern praktisch, manchmal sind die Parameter optional und ich will vielleicht nur einen angeben. Dann hätte ich früher alle angeben müssen und jetzt kann ich mir welche rauspicken und sagen, der generische Typenparameter T ist vom Typ Number. So, Punktlandung, das war's. Wie gesagt, Fragezeichen, vor allem die Köpfe sind völlig okay. Ihr solltet nur sehen, was alles mit der Sprache geht und am besten einfach mal alles zu Hause schön ausprobieren. Danke.